Hallo ihr Lieben, heute spreche ich mal zu euch, da ich die letzten Tage bzw. Wochen damit zu tun hatte, unsere weitere Reiseroute zu planen, dachte ich mir, ich stelle sie euch heute einfach mal vor. Wie ihr bereits schon wisst, sind wir ja bis zum 19. Januar noch hier auf Bali, dann läuft unser Visum ab und ja, dann wird es für uns natürlich auch Zeit, mal weiterzureisen. Am 19. Januar fliegen wir dann weiter nach Kuala Lumpur für 4 Tage, also bis zum 23. Januar. Ich denke, 4 Tage werden reichen, um sich dort das Wichtigste anzugucken und um zu sagen, man war in Kuala Lumpur. Am 23. Januar werden wir dann weiter nach Vietnam fliegen, besser gesagt nach Saigon. Von Saigon geht es weiter nach Mui Ne. Von Mui Ne geht es nach Nha Trang. Von Nha Trang reisen wir nach Hoi An und von Hoi An geht es nach Hue. Leider können wir uns von Vietnam nicht ganz so viel angucken, denn das Blöde ist, dass man am Flughafen nur ein Visum für 15 Tage bekommen. Eigentlich wäre ich ja gerne von Saigon bis nach Hoi An gereist und hätte mir alles von Vietnam angeguckt. Da wir aber ein Visum nur für 15 Tage bekommen, ist die Zeit ein bisschen knapp bemessen und wir haben uns dafür entschieden, nur bis nach Hue zu reisen. Aber ich denke, auf der Strecke gibt es auch einiges Schönes zu sehen, einige tolle Strände, einige tolle Sehenswürdigkeiten. Und von daher denke ich einfach, die Zeit wird schon reichen und wir werden in 2 Wochen genug von Vietnam sehen. Von Vietnam geht es dann weiter nach Laos, besser gesagt nach Paxe. Also von Vietnam, Hue, reisen wir via Bus nach Paxe. Der Bus braucht so 12 bis 14 Stunden, also es wird schon eine lange Fahrt. Und ja, das erste Mal Grenzübergang selber machen, nicht mit dem Flugzeug ankommen. Also da habe ich schon einige spannende Geschichten gelesen. Und ja, ich bin mal gespannt, was wir dort so erleben. Ob es alles problemlos klappt, ob wir übers Ohr gehauen werden. Mal sehen, ob wir überhaupt die Busfahrt überleben. Man weiß es nicht. Mal schauen, was so passiert. Das Gute ist, dass wir, wenn wir über die Grenze selber einreisen, für Laos ein Visum für 30 Tage bekommen und wir so wirklich genug Zeit haben, mal was zu sehen. Denn die Reiseroute habe ich jetzt auch so geplant, dass wir insgesamt 3 Wochen in Laos verbringen werden. Wie eben schon gesagt, wir kommen in Paxe an und werden noch unten in dem südlichen Bereich bleiben, denn dort gibt es einiges zu sehen. Wir werden dann von Paxe einige Tagesausflüge zu ein paar tollen Tempeln machen. Wir werden ins Bolaven-Plateau fahren, die größte Kaffeeplantage der Welt. Das ist ein riesen Dschungel, tolle Wasserfälle, richtig schöne kleine Hütten, wo man da wohnen kann. Ich habe Bilder gesehen und ich freue mich schon richtig doll drauf. Also das wird mit Sicherheit richtig cool. Dann ein Highlight in Laos, wer sich mit Laos ein bisschen auskennt, der wird es vielleicht wissen, die 4000 Inseln direkt am Mekong liegend. Die werden wir uns natürlich auch angucken. Das Highlight von Laos schlechthin. Man weiß ja nicht genau, ob es wirklich 4000 Inseln sind. Ich denke mal, wenn man jeden Busch mitzählt, dann sind es bestimmt 4000 Inseln. Aber insgesamt kann man auf 3 reisen und die 3 werden wir uns natürlich auch angucken. Ja, von dort aus werden wir dann auch via Bus weiter nach Kambodscha reisen, genauer gesagt nach Phnom Penh. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die Busfahrt wird ebenfalls auch wieder so 12 bis 14 Stunden dauern und ja, wieder an der Grenze vorbei. Und die kambodschanische Grenze, die soll wohl noch ein Ticken schlimmer sein als die von Laos. Also da herrscht wohl richtig Korruption. Ja, man muss es auch mal erlebt haben und ja, wir werden uns da schon irgendwie durchschlagen. Nachdem wir die Busfahrt dann auch heil überstanden haben und unser Visum bekommen haben, können wir ebenfalls für 30 Tage in Kambodscha bleiben und das werden wir auch fast bis zum Ende nutzen, denn in Kambodscha sind die Strecken sehr weit auseinander und wir wollen uns doch einiges angucken, sodass wir von dem besagten Phnom Penh, wenn ihr es wisst, wie man es richtig ausspricht, könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben, ich habe keine Ahnung. Von dort aus werden wir dann weiterreisen, bis wir dann in Siem Reap, schon wieder so ein blöder Name. Ja, ich habe absolut keine Ahnung, wie man es ausspricht, Leute, aber naja, vielleicht wisst ihr ja, was ich meine. Ja, die Route ist ungefähr geplant für 3 Wochen, denn Kambodscha gibt natürlich auch wieder sehr viel Schönes zu sehen, sehr viel Natur, sehr viele Strände und Laos und Kambodscha sollen noch nicht so touristisch sein, noch nicht so viele Backpacker. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, wir werden eine sehr schöne Zeit dort haben. Viel sehen, viel erleben. Klar, jetzt hier auf Bali, das ist auch schön, 2 Monate mal nicht so viel zu tun, ein eigenes Haus zu haben, einfach mal wieder so ein bisschen runterzukommen. Aber ich bin auch froh, wenn es wieder wirklich richtig losgeht und richtig Action und jeder Tag ein neuer Ort. Viel zu sehen, viel zu erleben und genau das ist das, was für mich dieses Reisen ausmacht und genau so soll es auch wieder sein und ich freue mich da schon richtig, richtig doll drauf. Ich denke, von Kambodscha werden wir dann auch mit dem Bus rüber nach Bangkok fahren. Das soll wohl nicht so weit sein, da kann man wohl so zwischen 6 und 8 Stunden mitrechnen und von Bangkok werden wir dann irgendwo hinfliegen. Wohin, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Wir wollen uns ja auf jeden Fall wieder weiter Richtung Deutschland arbeiten. Ich denke vielleicht Indien, Myanmar,
Ach, es gibt so viele Länder. Am liebsten würde ich überall hin. Hoffen wir mal, dass die Kohle reicht. Ja, das war's von mir heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem kleinen Infovideo. Wenn ja, lasst doch einfach mal ein Däumchen nach oben da. Schreibt mir Kommentare. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch. Und wir sehen uns morgen wieder. Ciao!